Hallo Freunde, ich habe euch eine Strategieaufgabe mitgebracht heute. Eine schöne Aufgabe, eine einfache, eine schön einfache sozusagen. Aus der Partie Geller gegen Mikalchitschin aus der UdSSR-Meisterschaft 1978. Ihr schaut wieder kurz rein, ja, was steht wie, welche Möglichkeiten. Wir sind mit Weiß natürlich, Weiß auch am Zug. Und versucht hier nicht irgendwie ein Matt in 7 zu finden oder sowas. Ja, das ist Quatsch. Strategieaufgabe. Wie können wir unsere Stellungen, unsere Figurenaktivität verbessern und gleichzeitig die des Gegners einschränken. Ja, so, das ist Strategie. Also, schaut ein bisschen rein und dann gucken wir uns zusammen die Lösung an. Nun, ihr habt sicherlich festgestellt, dass beide Seiten gleich viel Material haben. Beide Seiten haben die Türme verbunden. Auf den ersten Blick hat keine der beiden Seiten eine richtig große, massive Bauernschwäche. Wenn überhaupt, hat Weiß hier vielleicht einen Isolani, der in Gefahr ist. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir genauer hingucken, sehen wir nämlich zwei Dinge. Der Weiße hat schon den Turm auf der D-Linie. Wenn die D-Linie frei ist, könnte der Turm vielleicht mal auf der siebten Reihe eindringen. Kennen wir ja, gute strategische Thematik. Das Zweite, was auffällt, ist der Springer hier auf G7, der steht ein bisschen komisch. Ja, der würde am liebsten nach F5 gehen, keine Frage. Dann wäre er wieder im Spiel. Jetzt kommt der ein oder andere vielleicht auf die Idee, hier mit G2, G4 zu spielen, um dem das Feld wegzunehmen. Aber, Spoiler-Alarm, wir öffnen bei vollem Brett, mit so vielen Figuren auf dem Brett, öffnen wir natürlich nicht unseren König. Ja? Klar. Geller hat hier eine fantastische, einfache Abwicklung gefunden, um alle Vorteile, ja, die die Stellung so bietet, auf seine Seite zu ziehen. Schauen wir mal. Er hat hier auf C6 geschlagen. Damit wird auch ein bisschen der Druck gegen den E5 entlastet. Und vor allem die D-Linie geht auf. Der Läufer muss zurückschlagen. Und jetzt Dame C4, eine der Schlüsselzüge. Nämlich dieser Läufer auf C6 wird gefesselt, weil die Dame da oben hängt. Die Dame muss gedeckt werden. Welcher Turm am Ende genommen wird, FC8 oder AC8, spielt im Grunde keine Rolle, werden wir gleich sehen. Jetzt kommt es hier zum Tausch auf C6, inklusive Damentausch. Was ist jetzt passiert? Durch den Damentausch und den Läufertausch hat Schwarz keine Möglichkeit mehr, keine Verteidiger des Feldes D7. Wir können mit unserem Turm auf die siebte Reihe eindringen. Das ist ein super Fortschritt. Vor allem, weil mit Tempo ist auf den Läufer E7. Der Läufer E7 kann aber gar nicht wegziehen, weil der F7 dann fällt. Also muss er gedeckt werden. Ja, und jetzt sehen wir, egal welcher Turm von wo, ne, am Ende stehen die zwei Türme hier. Und unsere beiden Türme stehen hier. Und der andere Turm auf F-Linie steht natürlich auch schon super. So, und jetzt haben wir die Situation. Jetzt sind nicht mehr so viele Figuren auf dem Brett. Jetzt ist der König nicht mehr in Gefahr. Und jetzt spielen wir natürlich G4. Und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir mit so einer ganz einfachen Strategie, ja, inklusive dieses Bauernzuges am Ende, drei schwarze Figuren mehr oder weniger kaltgestellt. Der Läufer kann nicht mehr ziehen, weil der F7 hängt. Der Springer kann überhaupt nicht mehr ziehen, gar kein Feld. Der Turm kann nicht ziehen, weil der Läufer hängt. Ja, mittleres Desaster für Schwarz. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr angenehme, vorteilhafte Stellung für Weiß. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie schnell die Stellung jetzt aus schwarzer Sicht auch zusammengebrochen ist in der praktischen Partie. Schwarz kämpft hier um das Feld F5, klar. Deswegen machen wir H3, um zurückzuschlagen. Wir wollen ja die Kontrolle über das Feld F5 behalten. Jetzt der Gegenschlag auf der anderen Seite. Irgendwas muss Schwarz ja versuchen, ja, hier irgendwie ein Gegenspiel, irgendwas zu kreieren. Aber stört uns alles nicht. Wir ziehen den Springer nach E4, in dem Fall Geller. Er gibt sogar den C-Bauern auf, weil er sagt sich, Material, was ist schon Material? Ich habe ja eine gute Stellung. Und ich habe noch eine Idee. Ich kann nämlich hier nach F6 gehen. Mit der Qualitätsgewinn. Also muss der Läufer schlagen. Jetzt schlage ich mit meinem Bauern. Jetzt greife ich den Springer an und ups, der Springer hat gar kein Feld. Ja, ist aber bedauerlich für den Springer. In der Partie folgte Turm schlecht B2. Schwarz versucht, so viele Bauern, wie es irgendwie geht, mitzunehmen. F schlecht G7. Jetzt hängt dieser F-Bauern, der zieht vor. So, und jetzt haben wir aber diesen Bauern auf G7 noch behalten. Ja? Jetzt können wir ja hier vielleicht ein raffiniertes Manöver. Der kann ja beim Mattsetzen mithelfen, vielleicht. Und das versucht Geller mit Turm F3.
Ja, Turm H3 und Turm H8 droht jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Und wenn Schwarz hier schlägt, wie in der Partie, geht eben die F-Linie auf. Ja, inklusive des Feldes F8, das spielt gleich noch eine Rolle. Zunächst einmal ziehen wir den Turm, der ist angegriffen. Den können wir auf irgendein beliebiges Feld entlang der F-Linie stellen. Ja, von F6, F2, F1, F4, wohin auch immer. In dem Fall kam F4. Und Schwarz versucht einen Gegenangriff, aber ist gar kein Gegenangriff, ne? Der Läufer kontrolliert dieses Feld. Und im Gegenteil, Läufer C5 beendet quasi instant die Partie, denn jetzt droht Turm F8. Ja? Der Läufer ist ja mit drauf, dann würde hier mit Schach umwandeln und so weiter. Und schlagen kann ich den auch nicht, weil dann sofort Turm F8 und dann G7, G8 mit Matt kommt und Matt Angriff und ja. Und dann hat Schwarz einfach aufgegeben. Also, wer aus unserer Ausgangsstellung erkannt hat, dass dieser Springer G7 richtig schlecht steht und das Einbruchsfeld D7 richtig wichtig ist, ja, der wird diese Kombination, in Anführungsstrichen Kombination, natürlich sehr, sehr schnell, sehr einfach gefunden haben. Ja, mit dem Tausch hier und dann mit dem Turm eindringen und G4. Und schon steht Weiß besser. Den Rest muss man natürlich nicht sehen. Ja, aber wer bis hierhin geahnt hat, das wird gut sein für Weiß, der hat die Aufgabe verstanden und erfolgreich gelöst. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, ihr habt es rausgekriegt, ja? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.